Politikfans, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauer. Local Politics ist hier heute zu Gast bei der Europa Union Augsburg und wir haben heute die Gelegenheit, mit dem ungarischen Generalkonsul aus München zu sprechen, Tamás Mitlo. Herr Mitlo, die Ungarn sind seit 2004 in der Europäischen Union, jetzt fast schon 7 Jahre. Wenn man so auf diese Zeit zurückblickt, wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen den politischen Eliten in Ungarn und den, sag ich mal, den EU-Institutionen in Brüssel, Straßburg etc. bewerten oder beschreiben? Vor allem bin ich der Meinung, und das ist auch ganz allgemein in Ungarn, ganz normal, dass wir fühlen, es plausibel in der Europäischen Union zu sein als ein europäisches Land. Selbstverständlich ist es auch eine große Herausforderung für die Politiker. Man muss auch, musste man auch die Spielregeln der Europäischen Union besser kennenlernen. Jetzt als Präsident des Europäischen Rates haben wir eine sehr große Herausforderung, aber Gott sei Dank, bisher konnten wir unsere Aufgaben prima meistern, sind viele hochqualifizierte, überwiegend junge Kollegen, die in Brüssel und in Budapest die Dossiers aufarbeiten und schon mit da drin in der europäischen Szene sind. Also ich glaube, dass Ungarn konnte sich gut in der Europäischen Union etablieren. Die zweite Frage geht natürlich auf die Innenpolitik. Sie haben jetzt letztes Jahr einen Regierungswechsel gehabt auf eine Mitte-Rechts-Regierung. Mussten, sage ich mal, viele Reformprozesse einladen, die im sozialen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich viele Menschen betroffen hat. Thema Schuldenabbau, dann natürlich Bürokratieabbau, aber auch Erhöhung des Rentenalters. Jetzt natürlich die Frage, wie groß war denn der Druck seitens der EU, diesen Reformprozess einzuleiten? Ja, ich glaube, dass wir alle europäischen Länder leben mittendrin in der Krise, der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise. Und Ungarn hat außer dieser schlechten Rahmenbedingungen noch ihre eigene von der früheren Regierungen geerbte, selbstgemachte Probleme, was besonders die hohen Schulden anbelangt. Und Ungarn hat hohe Kredite, man muss das zurückzahlen. Und Gott sei Dank mit einer Stabilisierung, besonders ich möchte die Stabilisierungsmaßnahmen der Politik betonen, sind wir jetzt schon in der Lage, dass wir konnten die Kredite seitens der International Monetary Fund und der Europäischen Union zurückzahlen und die Staatsfinanzen können wir auf dem Finanzmarkt finanzieren. Also jetzt geht schon in die Richtung der Stabilisierung der Wirtschaftspolitik und ganz selbstverständlich, wir möchten mit der Hilfe der neuen Steuersysteme, neue Wirtschaftsprogramme die Wirtschaft ankurbeln und die bisher ziemlich niedrige Beschäftigungsquote verbessern. Also wir müssen unbedingt neue Arbeitsplätze schaffen. Dazu brauchen wir die ausländischen Investoren. Gott sei Dank, wir haben solche Paradebeispiele wie Mercedes und Audi, die sehr aktiv in Ungarn sind und hoffentlich damit eng verbunden auch ihre Zulieferer nach Ungarn kommen. Und das hilft auch, einen neuen Mittelstand und kleine und mittelständische Unternehmen aufzubauen. Die nächste Frage geht, es ist durch die Medien gegeistert, das neue ungarische Mediengesetz ist heftigst kritisiert worden in der europäischen Presse, aber auch seitens der EU. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was ist denn wirklich, wie bewerten Sie das neue Mediengesetz und ist es aus Ihrer Sicht das Mediengesetz so formuliert worden, dass es wirklich europäische Grundrechte angreift? Ja, also ich glaube, dass alles, was mit den Medien zu tun hat, das ist immer ein sehr sensibles Thema. Und bei uns in Ungarn, viele Jahre lang, waren die Medien, besonders die öffentlich-rechtlichen Medien, nicht funktionsfähig. Also man musste einerseits strukturell die Medien neu formulieren, damit auch alles wirtschaftlicher zu organisieren, also sehr viel Geld ist verloren gegangen in den letzten paar Jahren. Also einerseits eine strukturelle Veränderung, andererseits ist es klar, dass und eventuell für die deutschen Fernsehzuschauer fast unvorstellbar, manchmal wie obszön die ungarischen Sendungen waren. Und man
müsste unbedingt ein gewisser Filter auch gesetzlich einleiten. Und ich glaube, dass diese sogenannte Beschränkung der Mediengesetzes beschränken nicht die Medienfreiheit. Also bei uns in Ungarn ohne weiteres kann man die verschiedensten Kritiken niederschreiben und in den Zeitungskiosken gibt es eine sehr breite Palette von Zeitungen der verschiedensten Art, von rechts bis links. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Klarheit in das neue Mediengesetz gebracht. Jetzt hat Ungarn seit Januar 2011 die europäische Ratspräsidentschaft übernommen. Kurz gefragt, was sind denn so die politischen Schwerpunkte in diesem ersten Halbjahr von 2011? Ja, also als Mitglied der EU, wir sind für ein starkes Europa. Aber man braucht einerseits, okay, eine starke Wirtschaft, aber dazu braucht man auch starke Bürger und existenziell möchten wir die Lebensbedingungen der Bürger Europas verbessern. Wir sind für eine Förderung der Familienpolitik, das halten wir für sehr wichtig, auch für einen Kampf gegen den Armut, gegen den Kinderarmut. Und im Rahmen der Vielfalt Europas müssen wir auch die Minderheiten unterstützen. Und unter den Minderheiten, die Romas haben eine sehr, sehr benachteiligte Lage. Mit einer gewissen Roma-Strategie möchten wir dieses Thema auf europäischer Ebene auf einen optimalen Weg orientieren. Andererseits, wir sind ein Land am Donau, wir möchten unbedingt auch eine sogenannte makroregionale Strategie ausarbeiten mit der Teilnahme der Donau-Anrainerstaaten. Und im Rahmen dieser Donau-Strategie projektorientiert die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Umwelt, der Kultur, der einzelnen Anrainerstaaten zu fördern. Also nicht zu vergessen, Bildung ist auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich möchte noch als Ergänzung über Ungarn die Andrássy-Universität erwähnen. In Ungarn gibt es eine deutschsprachige Universität für postgraduale Bildung. Das ist auch ein etwas ganz Eigenartiges. Und auch unter den Trägerländern ist Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Ungarn und der Bund von Deutschland. Also ich glaube, Ungarn ist so sehr in Europa eingebettet und auch mit Bayern verbunden, dass wir können die gegenseitig vorteilhafte positive Lösungen finden für die Zukunft. Herr Mindl, vielen Dank im Namen von Local Politics, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben über Ungarn und ein bisschen Klarheit geschafft haben. Und ich wünsche mit Ihrem Ungarn erfolgreiche Zeit in der Europäischen Union. Und vielen Dank nochmal. Dankeschön, ich wünsche ich Ihnen auch. Ja, das war das Interview heute hier bei der Europa Union mit Tamás Mindl, dem ungarischen Generalkonsul aus München. Vielen Dank fürs Zuschauen.